herzlich willkommen bei Let's Play Mass Effect. Wir haben letztens leider wegen ein paar Kolonisten gebracht. Ja. Aber ich zeige euch nun, wie das geht. Also, wenn ihr mal selben Moment seid, also dass ihr einfach mal nach Kast mit einer Granaten geht und nach Anturianer Kast nehmt. Ausrüstet, so danach habt ihr schon. Sehr gut. Ich habe mich gewehrt, aber ich hatte keine Chance. Es war ein unvorstellbarer Schmerz. Ich war doch der Vorsteher. Die Leute haben mir vertraut. Er will, dass ich sie töte. Aber das lasse ich nicht zu. Niemals! Ja. Okay, wollen wir nach unten gehen. Okay, Rex, wollen wir loslegen? Okay, gut, wollen wir hochschauen? Okay, gut, gehen wir. So, wollen wir mal gucken, was hier unten ist, wo der Turianer ist. Weil das darf nur so weitergehen mit den Turianern. So. Ich glaube, ich sehe den schon. Wow. Okay, wir müssen jetzt diese Kreatur finden und bestimmen, was sie... Was sie... Kila, was ist das? Das ist ja riesig. Wir werden größere Waffen brauchen. Eindringlinge. Jeder eurer Schritte ist ein Frevel. Tausende Fühler sagen mir, dass euer Fleisch nur für die Fäulnis gut ist. Ich spreche für den alten Trieb, wie ich es auch für Saren tat. Du befindest dich in und vor dem Turianer. Er befiehlt, dass du Ehrfurcht zeigst. Ich will, dass Saren hat. Sie haben Saren etwas gegeben. Etwas, das ich brauche. Saren suchte nach Wissen über jene, die fort sind.
Der alte Trieb schenkte zum ersten Mal im langen Zyklus einem fleischlichen Gehör. Geschäfte wurden ausgehandelt. Dann begannen die Kalten, das Fleisch zu töten, das den nächsten Zyklus hegte. Das Fleisch wurde freiwillig gegeben. Der alte Trieb entlarvt deine Worte als Lügen. Er wird nicht mehr zuhören. Lassen Sie die Kolonisten frei. Ich werde nicht zulassen, dass Sie Ihre Sklaven behalten. Lassen Sie sie frei. Der Turianer wird nicht länger zuhören. Eure Leben sind kurz, aber dauern schon zu lange an. Euer Blut wird den Boden und den neuen Trieb nähen. Wir haben schon viele gesagt. Okay, da tun wir es gut. Hier drüben. Dieser Bereich ist irgendwie anders. Oh, die Kinder. Definitiv bei Leia auf. So, auf Hacken habe ich jetzt keine Lust. Aber ehrlich. You must die! Du kannst doch Englisch reden. Er hat gesagt, du bist tot. Medizinische Station. So, gut. Jetzt haben wir ein bisschen Material geholt. Thank you.
gigantisches Herz aus. Aber was meint er mit Fäule? Meint er diese Viecher, die entstanden sind? Bestimmt. Da ist er doch. Wow. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich schätze, ich sollte Ihnen danken, dass Sie mich befreit haben. Ist alles in Ordnung? Sind Sie verletzt? Es geht mir gut. Jedenfalls wird es das bald wieder. Ich heiße Shiala. Ich diente Matriarchin Venesia. Als sie sich mit Saren verbündete, tat ich es ihr gleich. Venesia hatte die Macht vorhergesehen, die Saren haben würde. Deshalb verbündete sie sich mit ihm, um ihn auf einen sanfteren Weg zu führen. Aber Saren ist überzeugend. So kam Venesia vom Weg ab. Er hat sie ausgetrickst. Wollen Sie damit sagen, dass Saren den Verstand anderer kontrollieren kann? Venesia unterschätzte Saren, so wie ich. Schließlich glaubten wir an seine Sache und seine Ziele. Die Macht seines Einflusses ist beunruhigend. Sie wollte Saren manipulieren, aber letztendlich ging ihr Plan nach hinten los. Gibt es noch etwas? Asari-Matriarchinnen gehören zu den intelligentesten und mächtigsten Wesen der Galaxis. Wie konnte so jemand unter Sarens Kontrolle geraten? Saren hat ein Schiff, ein so riesiges Kriegsschiff, wie sie es noch nie gesehen haben. Ennet is Sovereign. Es kann den Verstand seiner Anhänger dominieren. Sie werden mit Sarens Willen geimpft. Der Prozess ist subtil, kann Tage oder auch Wochen dauern, aber am Ende ist er unumstößlich. Ich war eine willige Sklavin, als Saren mich in diese Welt brachte. Er brauchte meine Biotik, um mit dem Turianer zu kommunizieren, um seine Geheimnisse zu erfahren. Deshalb opferte Saren mich, um ein Bündnis zwischen ihm und dem Turianer zu stärken. Das ist ja schrecklich. Saren überlegt nicht lange, wenn es darum geht, seine Leute zu verraten. Er hat auch recht schnell den Turianer verraten. Als er hatte, was er wollte, befahl er seinen Geht, alle Beweise seiner Existenz zu vernichten. Saren weiß, dass sie die Röhre suchen. Er weiß, dass sie seinen Schritten folgen. Er griff den Turianer an, damit sie den Dechiffrierer nicht bekommen. Erklären Sie mir das. Was ist der Dechiffrierer? Und warum brauchte Saren ihn? Der Sender auf Eden Prime hat bei ihnen Visionen hervorgerufen. Aber sie waren undeutlich, verwirrend. Sie waren für einen proteanischen Verstand bestimmt. Um sie vollständig zu begreifen, müssen sie denken wie ein Proteaner. Sie müssen ihre Kultur verstehen, ihre Geschichte, ihre Existenz. Der Turianer war hier lange bevor die Proteaner diese Stadt bauten. Er hat sie beobachtet, sie studiert. Als sie starben, verzehrte er sie. Sie wurden zu einem Teil von ihm. Der Dechiffrierer ist Wissen? Dann hat der Turianer Saren gelehrt, wie ein Proteaner zu denken. Und wie?
Der Dechiffrierer ist die Essenz dessen, was es bedeutet, ein Proteaner zu sein. Er kann nicht beschrieben oder erklärt werden. Das wäre so, als würde man einem Wesen ohne Augen Farben beschreiben wollen. Um ihn zu verstehen, benötigen sie Zugang zu den Erinnerungen der hiesigen Vorfahren. Eine Zeitspanne, die tausende Generationen von Proteanern umfasst. Ich spürte diese Erinnerungen der Vorfahren, den Dechiffrierer, als ich mit dem Bewusstsein des Turianers verschmolz. Unsere Identitäten verschmolzen, unsere Geister verwoben sich. Ein solches Wissen kann nicht gelehrt werden, es existiert einfach. Ich brauche diese Information. Ich brauche den Dechiffrierer. Es gibt einen Weg. Ich kann das Wissen meines Verstandes in den Ihren übertragen, wie ich es schon bei Saren tat. Versuchen Sie sich zu entspannen, Commander. Atmen Sie langsam und gleichmäßig. Lassen Sie Ihre physische Hülle gehen. Greifen Sie nach den Fäden, die uns miteinander verbinden. Jede Aktion schickt kleine Wellen durch die Galaxis. Jede Idee muss einen anderen Verstand berühren, um zu leben. Jedes Gefühl muss einen anderen Geist berühren. Wir sind alle miteinander verbunden. Alle lebendigen Wesen sind in einer einzigen, herrlichen Existenz vereint. Öffnen Sie sich dem Universum, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Ich habe Ihnen den Dechiffrierer gegeben, so wie er Saren gegeben wurde. Die Erinnerungen der proteanischen Vorfahren sind jetzt ein Teil von Ihnen. Was war das? Ist alles in Ordnung bei Ihnen, Commander Shepard? Keine Angst, geht schon. Ich habe etwas gesehen. Es ergab immer noch keinen Sinn. Ihnen wurde ein großes Geschenk gewährt. Die Erfahrung eines gesamten Volkes. Ihr Verstand wird etwas Zeit brauchen, um diese Informationen zu verarbeiten. Sie sehen etwas kränklich aus, Shepard. Vielleicht sollten Sie zu Normandy zurückkehren. Es tut mir leid, wenn Sie Schmerzen hatten, aber es gab keinen anderen Weg. Sie brauchten den Dechiffrierer. Bald wird er Ihnen helfen, die Vision von dem Sender zu verstehen. Was soll ich mit Ihnen machen? Da Sie jetzt von dem Turianer befreit sind, was planen Sie da als nächstes? Wenn Sie erlauben, werde ich hier bei den Kolonisten bleiben. Sie haben fürchterlich gelitten und ich war an Ihrem Leiden beteiligt. Ich würde gern Wiedergutmachung leisten. Das muss ich ehrlich sagen. Sie hat mit den Turianern, sie war verschmolzen mit denen und ja, sie will alles gut machen. Also das darf sie. Die Kolonisten werden alle Hilfe brauchen, die sie bekommen können. Sie werden froh sein, Sie an Ihrer Seite zu haben. Danke, Commander. Möge das Schicksal Ihnen immer gewogen sein. Sie haben es geschafft. Da der Turianer weg ist, können wir alles wieder aufbauen. Und wir sind Exogeni los. Wir sind wieder nur eine kleine, abgelegene Kolonie. Danke, Commander. Es wird nicht leicht, aber dies wird unser neues Zuhause. So, gut. Das war's mit diesem Part. Wir sehen uns das nächste Mal. Keine Ahnung, weiter der Story oder halt ein paar Planeten untersuchen. So, und ja, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Mass Effect. Und gebt euch einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Euer Ridi oder...